Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flife Universe Video. Heute geht's um das Thema Drop-N, also Droppen in Flife Universe. Was erhöht meine Droprate? Wann droppe ich am besten? Was muss ich beachten? Und so weiter und so fort. Also um all diese Themen geht's heute. Das ist etwas, was im Stream sehr häufig gefragt wird. Das ist wirklich extrem häufig, fast täglich. Wann habe ich das beste Drop-Level? Wann droppe ich nichts mehr? Welches Level sollte ich haben? Und so weiter und so fort. Um lauter solche Themen geht es heute. Und ob man zum Beispiel auch mit einem zu hohen Level irgendwann nichts mehr droppen kann. Also ob dann die Droprate irgendwann quasi null ist sozusagen. Und ja, fangen wir an. Also das Wichtigste zuerst, wie erhöhe ich generell meine Droprate in Flife Universe, jetzt mal Level und so weiter unabhängig, also einfach nur grundsätzlich. Aktuell gibt es nur die beiden Optionen von den Party Skills, das heißt, also abgesehen von Events natürlich, aber so grundsätzlich kann man einfach nur seine Party Skills, kann man seine Droprate nur durch Party Skills Lucky, Drop und Giftbox erhöhen, das heißt mit diesen beiden Skills ist die Chance Items, besondere Items, seltene Items und mehr Items zu droppen erhöht. Und das ist momentan die einzige Möglichkeit. Es gibt kein Clock of Honor von Flife PC zum Beispiel. Also das ist ein Droprate-Erhöhungs-Item gewesen. Oder auch irgendwelche Schmuck-Items oder solche Sachen gibt es aktuell nichts, was irgendwie Droprate erhöht. Und auch keine irgendwie ja, Scroll of Drop oder so gibt es aktuell noch nicht. Genau. Wann droppe ich tatsächlich nichts? Das ist nur dann der Fall, und ich glaube, das wird auch oft missinterpretiert, man droppt tatsächlich nur dann gar nichts, wenn das Monster 16 oder mehr Level über dem eigenen Character-Level ist. Also wenn ein Monster viel zu hoch ist, dann ist es tatsächlich so, dass man nichts mehr droppt, also wirklich gar nichts mehr. Man bekommt auch gar keine XP mehr. Das wurde extra eingeführt im Flife Universe relativ zum Beginn, nach 2-3 Wochen oder so, bei eines der ersten größeren, sag ich mal, eine der ersten größeren Änderungen, so grundsätzlich an der Funktion von einfach, naja, extrem basic Sachen, wie eben Drop-Items von Monstern. Und das wurde tatsächlich geändert, um eben sowas zu verhindern, dass man halt als Low-Level irgendwo bei viel zu hohen Monstern entweder sehr viel XP bekommt oder halt auch viel zu gute Drops farmt, indem man, naja, zum Beispiel irgendwelche Mechaniken von Charaktern ausnutzt. Von Klassen meine ich natürlich, also dass man zum Beispiel, also es gab mal eine Zeit, da konnte man zum Beispiel Windfield und Ice Arrow stacken, wodurch sich Monster quasi nicht mehr bewegen konnte, effektiv. Und dann konnte man mit extremem Low-Level zum Beispiel in der Wüste Giants und Monster töten, was natürlich nicht so gedacht war. Und ja, das ist die einzige Ausnahme, wo man wirklich gar nichts mehr droppt. Ansonsten ist es so, die grundsätzliche goldene Regel ist einfach, je näher dein Level, also das Level deines Charakters, am Monster-Level dran ist, desto besser droppst du. Das heißt, bei 0, also wenn du jetzt zum Beispiel Level 69 bist, dann das Monster ist Level 69, dann ist es quasi perfekt. Also besser geht's nicht. Da das aber halt sehr unrealistisch ist, oder was heißt sehr unrealistisch, aber einfach halt schwierig ist, dass du immer genau auf dem gleichen Level bist wie jeder Giant, den du tötest, oder wie jedes normale Monster, das du tötest, ist das natürlich sehr unpraktikabel, dass du sagst, ja, ich muss immer auf dem gleichen Level sein. Ist auch Schwachsinn. Also die perfekte Drop-Range, sagt man, ist so plus minus 3, beziehungsweise die beste Drop-Range, weil es einfach ein sehr guter Levelbereich ist, weil was ist bei plus minus 3? Da hast du dein eigenes Character-Level, wie zum Beispiel Level 69, die Level 68, 67, 66 und die Level 70, 71, 72. Also es deckt einen großen Bereich ab, eine große Fläche, und in diesem Bereich droppst du tatsächlich nahezu immer gleich gut, also quasi auch wie als wäre dein Monster, wie als wäre dein Level auf dem gleichen Level wie das Monsters, also dein Character-Level auf dem gleichen Monster-Level. Also es ist mehr oder weniger gleich. Also es ist quasi die ideale Drop-Rate. Dann, also quasi plus 0 ist quasi perfekt. Dann sozusagen 1 bis 3 ist nahezu perfekt. Und bis plus 5, plus minus 5 würde ich persönlich sagen, ist auch noch sehr gut. Vor allem beim Gegen und so merkt man eigentlich, finde ich persönlich auch nicht wirklich einen Unterschied. Beziehungsweise beim normalen Monster-Töten, muss ich persönlich sagen, merke ich da auch keinen großen Unterschied. Zu jetzt plus minus 3 oder plus minus 0 tatsächlich. Da weichen natürlich die subjektiven Empfindungen wieder ein bisschen ab und so weiter. Aber das, sage ich mal, ist auch noch gut. Alles über plus 5 würde ich persönlich sagen, also ab plus 6 ist, also plus minus 6, ist dann fürs Gegen zum Beispiel schon nicht mehr so gut. Also sollte man schon gucken, dass man möglichst im plus minus 5 Bereich ist. Grundsätzlich ist es aber so, dass es tatsächlich egal ist, welches Level ihr habt, solange ihr eben nicht 16 Level über dem Giant seid. Weil selbst wenn ihr jetzt 30 Level über dem Giant seid, das macht übrigens irgendwann keinen Unterschied mehr, also ob ihr jetzt 9 Level oder 12 Level über dem Giant seid oder 50 Level über dem Giant, macht dann auch keinen Unterschied mehr, also irgendwann hat man quasi den schlechtesten
Punkt erreicht, wo die Droprate nicht mehr schlechter wird. Das ist dann halt einfach die schlechteste Droprate sozusagen. Und das ist aber egal. Also selbst dann ist es immer noch möglich, dass man Unique Items oder generelle Items von Monstern und auch von Giants, wie zum Beispiel Guardian-Waffen, AG-Waffen, droppen kann. Also es spielt quasi keine Rolle, dass ihr den 50 Level drüber seid. Also es spielt schon eine Rolle im Sinne von, ihr droppt natürlich sehr schlecht, aber ihr droppt immer noch was. Also ihr könnt immer noch ganz normale Sachen droppen. Das gleiche geht auch für Violet-Monster zum Beispiel. Also die droppen ja Protects, S-Protect Low, normale Protects und so weiter und so fort. Auch das ist möglich. Also ihr könnt mit einem Level 140er Charakter durch Flares fliegen und dort Violet-Monster töten und Protects farmen. Das funktioniert und das ist möglich. Und das ist halt eine Information, die wirklich sehr wichtig ist, weil viele Leute, glaube ich, wissen das einfach nicht, dass man dieses Nicht-Droppen... Also grundsätzlich gab es das nie. Also in FlyFPC gibt es das nicht, dass man nichts droppt. Also man hat immer die Chance, was zu droppen in FlyFPC. Und nur in Universe ist es jetzt halt neu, dass du bei Monstern, die 16 Level über deinem Charakter oder höher sind, eben nichts mehr droppst. Aber grundsätzlich droppst du immer was. Perfekte Droprate plus minus 0, sehr gute, nahezu perfekte Droprate plus minus 3 und immer noch eine gute Droprate plus minus 5. Alles drüber für Geeks nicht mehr so ideal, für normale Monster nicht so wichtig, da geht man ja eher auf XP als auf Drops. Wenn man auf Drops gehen will, dann geht man halt eher zu niedrigeren Monstern, die näher am Character-Level sind. Wenn man mehr XP haben will, dann sind halt die Drops ja auch normalerweise egal. Und man geht eher zu höheren Monstern, die im Level höher sind. Weil man grundsätzlich eigentlich eh nie wirklich zu sehr viel höheren als 5 Level höheren Monstern geht, weil dann ja auch der Damage und so nicht mehr wirklich so gut ist, außer man hat halt sehr gutes Equipment. Aber ja, das sind so die Grundzüge des Droppens in FlyFPC mal zusammengefasst. Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen, sich so ein bisschen besser zu orientieren, welches Level der Charakter haben sollte und so weiter und so fort. Aber es ist halt nicht so, dass ihr sagen solltet, okay, ich bin jetzt Level 69, der Giant ist 63, den töte ich nicht mehr, weil ich bin 6 Level über ihm, nicht mehr 5 Level. Also das auf keinen Fall. Wenn ihr, sag ich mal, maximal 9 Level über dem Giant seid, also plus minus 9, immer höher wird es dann sowieso schwierig vom Damage her, weil dann einfach der Abstand vom Giant so hoch ist, dass ihr, also wenn ihr niedriger seid zumindest, dass der Giant euch ziemlich viel Schaden macht und ihr dem Giant ziemlich wenig Schaden. Also da wird es dann sowieso sinnlos irgendwann, wenn man in den 10er-Bereich geht, also plus minus 10, beziehungsweise hauptsächlich plus 10. Werdet ihr selber merken, das macht sowieso nicht mehr wirklich Sinn. Und niedriger eigentlich immer. Also wenn ihr niedriger einen Giant seht, der theoretisch was droppen kann und ihr habt gerade eine Sekunde, sag ich mal, Zeit oder einfach die Zeit, ihn zu töten, dann macht das auf jeden Fall. Im schlimmsten Fall droppt er nichts und im besten Fall droppt er tatsächlich ein Unique-Item. Und um das Ganze nochmal zu beweisen, ist mir das neulich tatsächlich passiert, dass ich mal wieder ein Unique-Item gedroppt habe, obwohl ich weit aus der Level-Range des Giants draußen war. Und diesen Clip werde ich euch am Ende noch anfügen, als sozusagen Beweis, dass es wirklich möglich ist. Mein Ringmaster hat das Item gedroppt, der ist aktuell Level 112 und der Giant war Level, jetzt muss ich selber kurz überlegen, Giant Krr war das, der müsste Level 66 sein, oder? 65. Fast gestorben, um diese Information für euch zu kriegen. Dafür habe ich ein Like verdient, würde ich sagen. Aber ja, das war es grundsätzlich, also... Zum Verständnis, wie gesagt, am besten immer auf dem gleichen Level wie das Monster, wie der Giant, den ihr tötet. Aber wie gesagt, das ist halt extrem unpraktikabel in einem MMORPG wie FlyFPC, wo man permanent Level-Ups bekommt, außer man hat natürlich da schon Maximallevel erreicht. Aber ist natürlich sehr unpraktikabel, funktioniert auch nicht und macht auch keiner. Also außer ihr jagt jetzt irgendwie, also außer ihr farmt jetzt zum Beispiel normale Items, normale Monster irgendwie, Quest-Items oder so, dann solltet ihr natürlich schon gucken, dass ihr möglichst auf dem gleichen Level seid, beziehungsweise am besten immer ein Level höher, weil dann macht ihr noch ein bisschen mehr Schaden an dem Monster. Aber so von den Drops her, einfach immer so nah wie möglich, das ist die goldene Regel. Aber trotzdem jeden Giant töten, der was Gutes droppen kann, wenn ihr ihn seht, genauso bei Violets, weil die Drops sich entgehen zu lassen, vor allem wenn man die Giants innerhalb von ein paar Sekunden wegkillen kann, würde ich jetzt persönlich nicht machen. Also immer schön mitnehmen und darauf hoffen, dass vielleicht doch mal irgendwann was Gutes bei rauskommt, mache ich auch so. Und wie gesagt, wie es der Clip beweisen wird, kommt da ab und zu wirklich auch mal was Nices bei raus. Und damit würde ich sagen, war es mit dem Video. Wie gesagt, heute mal ein bisschen kürzer. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten FlyFPC Universe Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.
Ups. No fucking way. Fühlen Sie es, Mr. Krabs? Fühlen Sie es, Mr. Krabs?